Was ein Track richtig hervorstechen lässt, ist Ear Candy. Ear Candy ist quasi diese Stelle am Song, wo ihr denkt so, scheiße, das klingt gut. Und ein kleines Ding ist halt, wenn ihr einen Track schon fertig habt und denkt so, okay, gut, der ist nice strukturiert, der hat nice Sounds, aber der braucht jetzt noch das gewisse Etwas. Damit könnt ihr dann quasi mit Mikro-Finisher ansetzen. Oder Finisher-Mikro, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Auf jeden Fall, das ist ein kleines Plugin, es ist kostenlos, ist von UJam und es hat nur einen Knopf im Wesentlichen. Also es hat noch Lautstärke, das hört aber erstmal unwesentlich. Und wir haben hier unten Mode, aber Mode ist quasi nur zwischen den einzelnen Presets umzuschalten. Im Wesentlichen geht es halt nur um diesen einen Knopf und das sieht alles schön hochwertig aus, aber was macht das eigentlich? Wir haben jetzt ganz verschiedene Effekte. Ich glaube, das sind 25 Effekte, die irgendwie miteinander verbunden sind auf verschiedenste Weisen und die kann man halt mit diesem einen Knopf dann bedienen. Es gibt hier verschiedene, die ich schon ausprobiert habe und ich habe ein bisschen mich halt durchgeklickt und es gibt ein paar, die ich euch gerne zeigen würde. Jetzt haben wir einfach einen simplen High-Pass-Filter. Einfach mal für den Anfang. Nicht so spannend. Jetzt geht's aber weiter. Und auf einmal haben wir viel mehr Platz für ein Vocal zum Beispiel. Das ist halt nicht ganz mehr so im Vordergrund und wir haben so ein bisschen mehr am Stereo-Feld, das ausgebreitet. Aber gucken wir mal weiter. Ja, ich habe es ein bisschen übertrieben mit dem Reverb jetzt, aber das ist auf jeden Fall ein nicer Reverb. Gucken wir mal weiter. So ein kleiner Stutter-Effekt, auch nice. Kleine Artefakte, die finde ich sehr nice, das ist nämlich so ein bisschen ein Portal von Output. Hier finde ich das sehr schön, dass ihr so eine Art Reverb irgendwie, aber auch mit sehr viel Bass kann das sein. Also ich finde es ein sehr nice Preset. Hier könnt ihr auf jeden Fall mal ein bisschen durchklicken. Es ist auf jeden Fall sehr nice. Also wenn ihr einfach nicht wisst, okay gut, in welche Richtung gehe ich jetzt, dann macht das einfach da drauf auf euren Kanal oder sonst was auch immer. Klickt euch ein bisschen die Presets und die Inspiration kommt quasi von alleine. Wie gesagt, es ist kostenlos. Das wird wieder in der Beschreibung verlinkt sein und ich hoffe, ihr habt eine Menge Spaß damit.